Willkommen zurück zu Space Hulk und wir haben inzwischen Version 1.01, was primär ein paar Logikbugs behebt haben soll. In der Mission 6, Mission 4 und noch so ein bisschen Kleinkram. Also auf jeden Fall schon mal schön, dass sie möglichst früh Patches nachreichen. Wir wollen jetzt allerdings die Kampagne weiterspielen. Und zwar besagte Mission 4. Cleanse the infected Tech Marines to prevent the Chapter's Gene Seed from being corrupted. Wir sollen infizierte Tech Marines umbringen? Also Space Marines sollen wir töten. Das klingt schon mal sehr interessant. The assault continues, but not without losses. Two brother Tech Marines have been lost to the enemy, though their armor continues to transmit life signs. It is unthinkable that the gene seed of the Blood Angels should fall into the hands of the gene stealers. Peace will be theirs, even if it must be at their brother's hands. Sergeant of the squad, accept your orders. One squad is available for your command. Terminators enter here. Scanners indicate enemy movement in these areas. These are your targets. Find our missing brothers. Should they be beyond salvation, their destruction must be assured. Prayers of vengeance steal our souls. Okay. Ganz schön viele Eingänge, aber wir haben eigentlich nur zwei Korridore, die wir ganz lang laufen müssen. Also zwei Marines hier. Einer läuft immer hinten, guckt nach da, läuft rückwärts und geht in Overwatch, um alles zu töten, was von hier kommt. Das gleiche macht hier ein Marine. Guckt also auch nach da, geht nach hinten, geht in Overwatch. Dadurch sind die vier Entry Points schon mal abgesichert. Dann haben wir noch drei Marines über. Wobei irgendwelche komischen Klassen dabei sein werden, auf die ich mich nicht verlassen kann. Also Hammer oder Autokanone oder sonst was. Ja, gucken wir mal. So. Wusstest du, dass die Blood Angels den roten Durst haben? Ja, wusste ich. Danke. Tech Marines. Ich bin echt gespannt, ob das wirklich Space Marines sind in der Tech Marine Rüstung. Also mit diesem Krallenarm obendrauf und mit diesen Mechandriten und was weiß ich. Oder ob das einfach nur so ein Gegenstand auf dem Boden ist, den man zerstören muss. Und vor allem, wie wir sie zerstören müssen. Müssen wir sie verbrennen? Können wir einfach draufschießen? Nahkampf gehen? Brauchen wir so einen Typen mit einer Chain Fist? Fragen über Fragen. Gucken wir mal. Das Laden dauert wieder ein wenig länger diesmal. Hängt wohl primär mit den Missionen zusammen. Obwohl ich echt nicht ganz nachvollziehen kann, warum die Ladesequenzen so lang sind. Eigentlich ist es ja nicht so viel an Daten. Das Grundgerüst, wo man langlaufen kann. Und dann die immer wieder verwendeten Texturen für Boden, Wände und so weiter. Also ja, es gibt schon ein paar verschiedene, aber trotzdem sind es nicht so viele eigentlich. Na gut, ich denke mal, in Zukunft werde ich die Ladesequenzen hier einfach rausschneiden, wenn die länger sind als 10 Sekunden. Eventuell habt ihr das jetzt schon gemacht. Komm schon, lass mich töten. Ich will Pew Pew und Aliens in die Luft jagen. Was müssen die Jungs unbedingt in den Griff bekommen mit den nächsten Patches, obwohl ich nicht glaube, dass man sowas einfach mal wie eben wegpatchen kann. Na gut, wenn das jetzt nicht ein Let's Play wäre, dann wäre es kein Problem. Dann geht man kurz in einen anderen Raum, macht irgendwas anderes und kommt wieder, dann ist es fertig geladen. Aber so finde ich das ein bisschen störend. Aber gut, wir haben drei Stormbolter, das ist schon mal gut. Wir haben einen Sergeant, der ebenfalls einen Stormbolter hat, und wir haben einen Flammenwerfer. Warte mal, wir können einfach den Flammenwerfer hier hinstellen und der blockiert beide Wege. Dann hätten wir nur einen Marine, der hinten quasi stehen muss und der Rest kann vorstürmen. Und hier sind wirklich Space Marines. In Space Marine Rüstung und nicht irgendwelchen Terminatoren Rüstung. Das finde ich sehr gut, dass sie wenigstens auf solche Details geachtet haben. Und mit dem Arm hinten dran und allem. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja. Sergeant 4.
Flammenwerfer weiß ich noch nicht. Oh. Wir können uns nur eine Seite aussuchen. Okay. Du dahin. Du dahin. Du. Ach so, wir können sie umbringen durch Flammen oder zwei Assault Cannon Shots. Wir haben keine Assault Cannon. Wir haben Stormbolter. Ach so, wir haben doch zwei Squads. Hat die Beschreibung der Mission nicht gesagt, you have one squad? Okay. Flammenwerfer nach hinten. Du nach da. Ja, mit zwei Squads ist das doch Pipifax, oder? Ich glaub schon. Na gut, Stormbolter hinten. Stormbolter vorne. Sergeant Gideon. Mit dem Hammer, Sie kommen einfach in die Mitte. Den Hammer kann ich echt nicht gebrauchen. So, deploy. Zwei Truppen, nicht eine. Your command. So, du... Erstmal haben wir drei Punkte, das ist okay. Du gehst einfach nur vor. Yes, my lord. Du gehst einfach nur vor. Alle gehen eigentlich einfach nur vor. Weil diese Runde kann noch nichts passieren. Clear a path. So, 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 so. Torkel, 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 torkel. Aber ja, mit zwei Trupps müsste das echt total einfach sein. Denn dann nehmen wir wirklich zwei Marines, die hier hinten sichern. Ein Marine nach da, ein Marine nach da, ein Marine nach da, ein Marine nach da. Und der Rest kann sich darum kümmern. Also ja, es klingt sehr einfach. Mal gucken, ob es wirklich so einfach ist. Moving ahead. Also wir könnten zum Beispiel hier einen hinstellen, der nach da guckt. Und da einen hinstellen, der nach da guckt. Warte mal, hier der Flammenwerfer ist gerade hinten, ne? Brother Zeal. Ah, ist dasselbe. Das ist der Flammenwerfer, der in der einen Mission als einziger überlebt hat. Also die Namen sind schon mal beständig. Ist nur die Frage, ob wenn sie sterben, sie wieder auftauchen können oder nicht. Brother Goriel, Brother Dino, Noctis... Sergeant Lorenzo. Der Anführer von dem Trupp mit dem Flammenwerfer, war das damals auch Sergeant Lorenzo? Wenn ja, wäre es ein Plothole. Entweder das oder sie werden halt nicht umgebracht, sondern nur schwer verwundet und dann rausteleportiert. Denn von irgendwelchen Apothecaries zusammengepatcht und dann wieder hergeschickt. Das könnte natürlich auch sein. Oh ja. Drei Punkte hätten wir noch. Nee, komm. Eins. Eins. Also einen Punkt haben wir jetzt noch. Enturn. Gucken wir, von wo die Gegner kommen. Von weit weg. Obwohl die Türen da sind ein bisschen nervig. So, 5 CP. Das klingt doch super. Also du, dahin. Moving. Die Tür ist offen. Ja, die Tür ist offen. Okay. Du dahin. Tür ist auch offen. Oder zerstört. Ne, ist offen, okay. Wollen die jetzt schon Overwatch gehen? Ich weiß ja nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nö. Keiner von denen kann in die Nähe kommen. Dann geh doch mal bitte weiter. Wir wollen ja nicht trödeln. Yes, brother. Moving. So. Hier geht auch weiter. Du gehst auch weiter. Wie machen wir es jetzt hier hinten? Wollen wir das von zwei Stormboltern sichern lassen oder wollen wir mit dem Flammenwerfer das machen? Das Ganze wird nicht lange dauern. Also nicht sehr viele Runden. Und der Flammenwerfer hat wie viel Schuss? 6 Schuss. Also könnte er 6 Runden hier alles blockieren. Und er muss nicht mal jede Runde blockieren, sondern nur, wenn Gegner rauskommen. Ja, ich glaube, ich setze auf den Flammenwerfer. Und wenn der sterben sollte, können wir immer noch welche von den... Na komm, geh nach vorne. Hallo? Du? Geh nach vorne. Können wir immer noch welche von den Stormboltern zurückbeordern. So, 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 so.
So. Und du stellst dich da hin und guckst mal testweise, wie viel Raum du wirklich flambierst. Sonst musst du dich aber erstmal umdrehen, ne? Ja, okay, mach das mal jetzt. Wir haben genug Punkte über. So. Oh oh. Das breitet sich nicht wirklich weit nach da aus. Er kann nur Eingang sichern. Das ist nicht so schön. Ja, nee. Nicht Escape, so. Also wir brauchen auf jeden Fall einen der Stormbolter. Gut, was machen wir nächste Runde? Der Rest ist soweit verbraucht. Wir haben noch 3 Punkte. Endturn. Jetzt werden die sich nähern. Das oh, es sind 3, okay. Und gleich noch ein Blip hinterher. Der wird viel zu tun haben. Ja. Okay, 2 CP ist mir viel zu wenig. Nochmal. 3. Ah ja, definitiv. Die alten Punkte werden gelöscht am Ende der Runde der Genestealer. Vor unserem Zug. So, du. Du könntest verbrennen, aber du kommst nicht bei ihm an. Außer das Einzige, was du machen kannst. Denn wenn du jetzt nichts machst, dann greift er dich nächste Runde an. Also Flammenwerfer hinten war eine doofe Idee. Definitiv. Wir könnten ihn einen Schritt vorstellen, ihn drehen lassen. Ja, warte mal. Du, geh mal dahin. Und guck mal, wo du jetzt flambieren kannst. Nee. Wenn du dich von hier aus drehst, kannst du dann schräg schießen. Ja, kannst du. Das ist sehr gut zu wissen. 2 Punkte hast du. Brennen. Ich hoffe, der Blip ist weg. Ja, ist weg. Okay, das ist gesichert. Guti. Hier haben wir jetzt allerdings ein Problem. Wir haben nur 3 Command-Punkte. Wenn wir jetzt hier hingehen und die Tür öffnen und dann in Overwatch gehen, dann brauchen wir wie viele Punkte? Also 2 zum Hingehen, 1 zum Öffnen. Hat er noch einen über. Overwatch haben wir 2 Command-Punkte über. Und es sind nur 2 Felder vor ihm, wo er schießen kann. Das heißt, er hat nur 2 Chancen zu treffen. Das ist nicht ganz so gut. Ähnlich hier. Wenn wir das Ganze mit ihm auch noch machen, hätten wir nur noch einen Command-Punkt über für Ladehemmung. Und von beiden Seiten kommen durchgehend Genestealer. Also, nee. Könnten da hingehen. Ich glaube, das mache ich. Wir gehen dahin, gehen hier in Overwatch. Der hintere geht auch in Overwatch. Und wir lassen die Genestealer erstmal einfach kommen. Und die Tür öffnen. Und sobald die tot sind, gehen wir weiter. Ich glaube, das ist am besten. Also du dahin. Du dahin. Und ich glaube, er hier könnte auch auf das Feld schießen, sobald da einer hinkommt. Also Overwatch oder Guard? 1, 2 zum Öffnen, 3, 4, 5. Könnte einmal angreifen. Closest Hold Dice. Greift er automatisch im Nahkampf an, wenn er die Chance hat? Ist die nächste Frage. Also wenn ich jetzt Guard drücke und hier läuft einer hin, der uns aber nicht angreift, greift unser Held dann automatisch an? Ich probiere es einfach mal. Guard. Du gehst einen Schritt vor. Einen Schritt vor, ja. Damit wir allgemein ein bisschen Bewegung reinbekommen in die Sache. Aber wenn wir immer nur stehen bleiben, dann werden die Genestealer irgendwann gewinnen, weil sie uns überrennen. Und wir keine Munition mehr haben und was weiß ich. So, du gehst in Overwatch. Du gehst auch einen vor. Ihr rückt alle einen nach. So, so, so. So. Du musst Overwatch. Und du gehst auch noch Overwatch. So weit, so gut. Der Flammenwerfer. Ja. Wir könnten ihn hier hinstellen. Also nicht diese Runde. Diese Runde brauchen wir die Kommandopunkte für was anderes. Aber später könnten wir ihn einfach hier in die Mitte stellen. Also. Nicht richtig die Mitte, weil es 2 breit ist, aber ja. Wir könnten sie da hinstellen.
Und dann, je nachdem von wo Gegner kommen, brennt er halt den Gang zu. Das wäre, glaube ich, besser, als wenn er hier steht und der hier auch nichts zu tun bekommt. Aufrücken. Enter. So, gucken wir mal, was jetzt hier vorne passiert. Also sie müssten alle reingestürmt kommen, Türen öffnen. Wir können durch eine geschlossene Tür schießen. Nee. Die Tür war offen, sie wurde noch nicht offen angezeigt. Noch ein kleiner Bug, der gefixt werden müsste. Bisher sieht wohl alles gut aus. Damit dürfen wir jetzt nur noch einen Command-Punkt haben. Kein Command-Punkt mehr. Und er kann definitiv schräg schießen im Overwatch. Oh, oh, oh. Die machen gleich die Tür auf. Ah, doch. Tür wieder zu angezeigt, ist aber offen. Okay, das lief gut. Lief sogar sehr gut. Da hinten kommt ein Blip. Beim Flammenwerfer keiner? Ne, sieht nicht so aus. Die Runde müsste jetzt vorbei sein. Also wenn er längere Zeit einfach nur auf einem Bildschirm starrt und gar nichts macht, dann ist die Runde eigentlich schon rum. 4 Command Points. Das ist okay. Du stell dich mal dahin. Und starr bitte eine Wand an. Damit du dich schneller umdrehen kannst. Das kostet, glaube ich, einen. Das kostet zwei. So, und du behebst eine Ladehemmung. Clear to fire. Und du... Da ist ein Blip. Das ist nicht so schön.